Es ist immer derselbe Traum. Ein rotblühender Kastanienbaum, ein Garten voll von Sommerflor, einsam ein altes Haus davor. Dort, wo der stille Garten liegt, hat meine Mutter mich gewiegt. Vielleicht, es ist so lange her, steht Garten, Haus und Baum nicht mehr. Ich wurde geboren gegen Ende der Neuzeit, kurz vor der beginnenden Wiederkehr des Mittelalters. Ich war das Kind frommer Eltern, welche ich zärtlich liebte und noch zärtlicher geliebt hätte, wenn man mich nicht schon frühzeitig mit dem vierten Gebot bekannt gemacht hätte. Gebote aber haben leider stets eine fatale Wirkung auf mich gehabt. Ich, der ich von Natur ein Lamm und lenksam wie eine Seifenblase bin, habe mich gegen Gebote jeder Art, zumal während meiner Jugendzeit, stets widerspenstig verhalten. Zum Glück hatte ich das fürs Leben Wichtigste und Wertvollste schon vor dem Beginn der Schuljahre gelernt. Ich hatte wache, zarte und feine Sinne, auf die ich mich verlassen und aus denen ich viel Genuss ziehen konnte. Ich konnte Lieder singen und durch die Zähne pfeifen und sonst noch manches, was fürs Leben von Wert ist. Es war ein langer, strenger Winter. Und unser schöner Schwarzwaldfluss lag wochenlang hart gefroren. Ich war 12,5 Jahre alt. Halbe Tage trieb ich mich mit meinen Kameraden auf dem Eise herum. Wir übten Wettlauf, Weitsprung, Fliehen und Haschen. Viele von meinen Kameraden benutzten die Zeit auf dem Eise, um den Mädchen nachzulaufen und zu hofieren. Da, schon gegen Ende des Winters, kam mir die Schülerneuigkeit zu Ohren, der Nordkaffer habe neulich abermals die Emma Meier beim Schlittschuhausziehen geküsst. Die Nachricht trieb mir plötzlich das Blut zu Kopfe. Geküsst? Das war ein Ton aus einer fremden, verschlossenen, scheu geahnten Welt. Und Emma Meier war unbestritten das hübscheste Schulmädchen der Stadt. Ich bin der Hirsch und du das Reh, der Vogel du und ich der Baum, die Sonne du und ich der Schnee. Du bist der Tag und ich der Traum. Da kam jener Sommer 1914. Und plötzlich sah es innen und außen ganz verwandelt aus. Es zeigte sich, dass unser bisheriges Wohlergehen auf unsicherem Boden gestanden war, und nun begann also das Schlechtgehen. Im Jahr 1915 entschlüpfte mir eines Tages öffentlich ein Wort des Bedauerns darüber, dass auch die sogenannten geistigen Menschen nichts anderes zu tun wussten, als Hass zu predigen, Lügen zu verbreiten und den Krieg hochzupreisen. Die Folge dieser ziemlich schüchtern geäußerten Klage war, dass ich in der Presse meines Vaterlandes für einen Verräter erklärt wurde. Alte Freunde teilten mir mit, dass sie eine Schlange an ihrem Busen genährt hätten und dieser künftig nur noch für Kaiser und Reich, nicht aber für mich entarteten schlage. Musik.
Wie haben sie dich Baum verschnitten? Wie stehst du fremd und sonderbar? Wie hast du 100 Mal gelitten, bis nichts in dir als Trotz und Wille war? Ich bin wie du, mit dem verschnittenen, gequälten Leben brach ich nicht und tauche täglich aus durchlittenen Rohheiten neu die Stirn ins Licht. Bäume sind für mich immer die eindringlichsten Prediger gewesen. In ihren Wipfeln rauscht die Welt. Ihre Wurzeln ruhen im Unendlichen. Allein sie verlieren sich nicht darin, sondern erstreben mit aller Kraft ihres Lebens nur das eine: ihr eigenes, in ihnen wohnendes Gesetz zu erfüllen, ihre eigene Gestalt auszubauen, sich selbst darzustellen. Bäume sind Heiligtümer. Wer mit ihnen zu sprechen, wer ihnen zuzuhören weiß, der erfährt die Wahrheit. Ein Baum spricht: Meine Kraft ist das Vertrauen. Ich weiß nichts von meinen Vätern. Ich weiß nichts von den 1000 Kindern, die in jedem Jahr aus mir entstehen. Ich lebe das Geheimnis meines Samens zu Ende. Nichts anderes ist meine Sorge. Ich vertraue, dass Gott in mir ist. Ich vertraue, dass meine Aufgabe heilig ist. Aus diesem Vertrauen lebe ich.